Hallo und guten Morgen. Heute plane ich meine erste größere Tour. Es soll zusammen mit der Maschine nach Schwedt gehen, mit einem kurzen Zwischenstopp in Angerminde, wo ich mir gerne mal eine Ladesäule anschauen möchte. Das sind knapp 92 Kilometer eine Strecke, das heißt also, ich vermute, dass ich nochmal nachtanken müsste. Geplant wäre jetzt nochmal das Schnellladegerät zu holen, um dann in Schwedt nochmal eine Stunde zu laden. Das ist eine öffentliche Ladestation, die ist kostenlos. Aber das mache ich dann mit dem Schnellladegerät. Soeben sind jetzt 100% Akkuleistung, 234 Range. Ich bin in letzter Zeit sehr viel Stadt gefahren, das wird also nicht so richtig hinhauen. Mit an Bord habe ich mein kleines Navi, um mich nicht zu verfahren, dementsprechend viele Kilometer zu verjuckeln. Dazu habe ich noch ein Kabel mit, dass ich es eventuell nochmal laden kann, falls es jetzt doch schneller an sein sollte. Also ich bin gespannt. Gegen 9 geht's los und jetzt hole ich erstmal mein Zusatzladegerät. So, hier haben wir das Zusatzladegerät mit dem Kabel und einer Verlängerungssteckdose. Ich vermute mal, dass ich so um die 160 Kilometer weit komme, vielleicht 150 im negativsten Sinne. Wenn ich 92 Kilometer habe, eine Strecke, dann sind das knapp 200 Kilometer nachher, vielleicht mit ein bisschen Pause und Verfahren. Das heißt, ich müsste so um die 50 Kilometer nachladen. Ich gehe da eher negativ ran, lieber ein bisschen was noch drin haben, als nachher zu knapp. Das heißt, wenn ich jetzt den Onboard-Charger nehme mit 1,3 Kilowattstunden und das Zusatzladegerät mit 1,0, bin ich bei 2,3 Kilowattstunden und schaffe in einer Stunde dann in etwa 46 Kilometer zu laden. Insgeheim gehe ich davon aus, dass ich vielleicht ein bisschen weniger verbrauche. Das heißt, also die Stunde müsste an sich ausreichen, um das Moped so weit zu laden, dass ich dann wieder zurückkomme. Jo, dann geht's jetzt los, würde ich sagen. Dann bis später. So, mal gut, dass ich mal einen Stopp gemacht habe in Angerminde. Nach knapp 77. Genau, knapp 77 Kilometer, knapp die Hälfte ist noch im Tank drin. Ich muss dann also auf jeden Fall tanken. Hier ist eigentlich eine Ladesäule, mit der man Typ 2 laden kann. Soll wohl ziemlich gut funktionieren. Allerdings mit dem Hinweis, dass es nur von April bis Oktober gilt. Und den haben wir noch nicht. Also dann weiter nach Schwedt an der Oder. So, ich bin angekommen, habe den Ladepunkt gefunden. Bin echt happy, weil ich bräuchte noch 100 Kilometer, um nach Hause zu kommen. Und habe nur 50 drin. Deswegen bin ich da ganz glücklich. Die Freischaltung ging mit dem Plug-Surfing-Teilchen, diesem hier, wunderbar einfach angehalten. Und Verlängerungssteckdose, Ladegerät und Schnellladegerät. Sieht immer so ein bisschen aus wie beim Camping. Ich hoffe, dass mir das keiner wegklaut hier. Und jetzt gehe ich erstmal zum Kaufland, mich aufwärmen und vielleicht eine kleine Soljanka essen, bevor es dann wieder nach Hause geht. So, dank des Windes kann ich euch noch eine Ladestation vorstellen. Ich habe relativ knapp getankt in Schwedt. Ich habe jetzt irgendwie noch knapp 70, 75 Kilometer und nur noch 63 Kilometer Reichweite. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Also ich lade jetzt hier nochmal zwischen. Habe über Plugfinder eine Ladestation gefunden, die ziemlich komisch ist. Also die ist kostenlos, das ist das Gute. Das ist eigentlich für Fahrräder. In den Boxen selbst sind die Steckdosen drin. Da kann man den Akku reinlegen und dann wahrscheinlich auch weggehen, ohne dass der Akku geklaut wird. Mit einer SMS freizuschalten geht ganz gut. Also ich brauche jetzt keine Karte, nichts. Habe mich nur gewundert, warum der Strom nicht floss. Da hat wohl jemand vorher irgendwie die Sicherung demoliert. Also da war die Sicherung gerade auf Null. Eingeschaltet, SMS bekommen, dass die Ladung losgeht. Kosten 0 Euro. Hier werde ich jetzt nochmal 15, 20 Kilometer tanken und dann mache ich mich gleich auf den Weg nach Hause. Es macht irgendwie Spaß, ja, wenn man keinen Zeitdruck hat und keine Stromnot, die Ladesäulen zu finden. Das ist also teilweise echt schwierig, beziehungsweise muss man echt die Augen aufhalten. Hier war es jetzt so, dass mir fast ein LKW reingefahren ist, weil ich dann wirklich relativ scharf hier vorne abgebogen bin. Na gut, aber ich habe sie gefunden, das ist gut. Ansonsten musste ich gerade an Steffen denken von der Motorradschmiede in Falkensee, dass ich doch ganz gerne
vielleicht mal nächste Woche rumkomme. Ich möchte gerne den Charge-Tank haben, dann habe ich die Möglichkeit hier vorne über Typ-2-Dosen, die dann doch noch ein bisschen weiter verbreitet sind, wesentlich schneller zu laden. Habe dann zwar ein dickeres Ladekabel bei, aber erspare mir das Mitschleppen dieses Zweitladegerätes. Ohne dem dauert es einfach zu lange mit dem Aufladen, also mit dem Onboard-Ladegerät. Bevor ich es eingestöpselt habe, das Zusatzladegerät stand da was von 5 Stunden. Das ist also schon... Na, blendet das gerade ein bisschen doof. 2 Stunden 39, wenn ich es jetzt voll tanken würde. Das geht also nur mit Zusatzladegerät oder mit dem Charge Tank. Denn den möchte ich unbedingt haben. Habe ich mir heute so überlegt. Gut. Ja, ich melde mich nochmal ein paar Minuten, wenn ich dann zu Hause bin. Das ist nicht mehr zu weit. Und dann war das mein Tag mit dem Motorrad und das erste Mal an öffentlichen Ladestationen. So, ich bin wieder gut zu Hause gelandet. Gut, dass ich nochmal zwischengetankt habe. 201 Kilometer bin ich am Tag gefahren. 150 hätte ich in einem Akku gehabt. Das heißt, wir haben uns jetzt also knapp 75 Kilometer dazugeladen in knapp 1 Stunde 40. Ich denke, sinnvoll ist es, die Zeit irgendwie aufzuteilen. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, 3 Stunden an einem Ort zu bleiben. Die nächste Tour, die ich machen würde, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Also immer mal wieder laden, eine Pause machen. Irgendwie, man sieht ja auch eine Menge dadurch und lernt auch mal neue Leute kennen. Im Grunde habe ich überall, wo ich gewartet habe, die Blicke auf mich gezogen. Also nicht ich, sondern das Motorrad. Und wir haben, oder beziehungsweise Leute haben sehr viele Fragen gestellt, wie weit man damit kommt, was es kostet. Und ja, war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und melde mich dann im nächsten Video hoffentlich mit einer neuen Testreihe mit dem Charge Tank dann.